Zunächst darf ich feststellen, wir haben den höchsten Sporthaushalt aller Zeiten. Und das ist gut so. Ich möchte an dieser Stelle unserem Berichterstatter, unserem Haushälter Martin Gerster, herzlich danken. Du hast gut verhandelt, aber wir bauen im nächsten Jahr wieder auf dich. Sport, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist mehr wie Bewegung und Begeisterung. Sport ist Gesundheit, Vorbild und nicht zuletzt gesellschaftliche Klammer, in der Menschen mit den unterschiedlichsten Lebenshintergründen zusammenfinden. Wir haben für das Haushaltsjahr 2020 einen Sportetat in noch nie dagewesener Höhe. Die Spitzensportförderung verzeichnet nochmals einen Aufwuchs von 32,5 Millionen Euro. Es wurde da eben erwähnt vom Minister, davon allein 10 Millionen für die nicht-olympischen Verbände. Das ist ein gutes Zeichen. Damit ist der Sportetat in den letzten 3 Jahren um 100 Millionen gestiegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen aller Fraktionen, das kann sich wahrlich sehen lassen. Nachdem wir im letzten Haushalt die unabhängige Athletenvertretung etatisiert und nun verstetigt haben, konnten wir diesmal den Einstieg in die Altersversorgung für Athletinnen und Athleten im Haushalt eintragen. Hiermit soll der Beitragsausfall in der Rentenversicherung von Spitzensportlerinnen und Sportlern ausgeglichen werden, die nicht bei einer Bundesbehörde ihren Dienst ausüben können oder wollen. Die 2,7 Millionen Euro sind gut investiert, weil sie den Sportlerinnen und Sportlern zugutekommen, die stets im Mittelpunkt stehen müssen. Wir wollen nicht nur erfolgreiche Athletinnen und Athleten, nein, wir wollen auch gut abgesicherte. Das Programm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen wird fortgeschrieben. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben allerdings gezeigt, dass es einen wesentlich höheren Bedarf an Mitteln von Seiten der verschuldeten Gemeinden und Kommunen gibt. Im nächsten Jahr können wir durch Bundesmittel 67 Schwimmbäder neu bauen bzw. sanieren. Das ist ein gutes Zeichen, aber es reicht bei weitem nicht aus. Mir ist natürlich bewusst, dass die Bereitstellung von Schwimmbädern vordringlich eine kommunale Aufgabe ist, zumal ich auch Mitglied im Koblenzer Stadtrat und im Sportausschuss bin. Aber die Kinder, die nicht mehr schwimmen können, das sind eine dramatische Zahl. 60% der 10-Jährigen werden nicht fragen, wer das Schwimmbad bezahlen soll, sondern ob sie schwimmen können. Sie brauchen eine funktionierende Schwimmbadinfrastruktur, und diese gehört nach meinem Verständnis zur Daseinsfürsorge. Liebe Kolleginnen und Kollegen aller Fraktionen, lieber Eberhard Ginger, lassen Sie überlegen, wie wir in den Haushalt 21 gemeinsam ein Schwimmbadsanierungsprogramm auflegen können. Denn der Bedarf ist riesig, liebe Kolleginnen und Kollegen, und die Kinder und deren Eltern werden es uns danken. Und nicht zuletzt lernen die Kinder nicht mehr schwimmen, die aus sozial benachteiligten Lebenssituationen kommen. Und die trifft es dann in diesem Fall besonders dramatisch. Zum Schluss möchte ich noch für den Haushalt 21 bitten, lieber Martin Gerster, für die Universiade Mittel einzustellen, die wir 2025 gerne nach Deutschland holen würden. Ich weiß, die gesamten Strukturen, das Konzept steht noch nicht so, wie wir uns das gegenwärtig wünschen. Aber es wäre, glaube ich, ein gutes Zeichen, diese Sportveranstaltung zu präsentieren, die nicht so stark dem Kommerz unterworfen ist wie viele andere Sportgroßveranstaltungen und in der es in erster Linie um den sportlichen Vergleich internationaler Studentinnen und Studenten geht. Die Universiade könnte auch ein guter Vorbote sein für unsere Olympiabewerbung 2032 oder gegebenenfalls 36. Herr Präsident, letzter Satz. 1 Million haben wir für den Bereich künstliche Intelligenz eingesetzt. Ich habe gestern ein Gespräch geführt mit Professor Dr. Wohlfahrt. Der hat das sehr begrüßt. Es ist auch da ein erster Schritt. Und wir dürfen uns nichts vormachen. Sportlicher Erfolg wird sich auch an der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz zukünftig messen. Ich danke Ihnen in diesem Sinne. Es lebe der Sport.